Hast du Bock ins Casino nachher? Nee. Die 5 Minuten sind um. Wir machen jetzt weiter. Bis zur Pause. Frau Kreunert kommt wieder oder auch gar nicht. Wer weiß das schon? Herr Hansemöller? Ja? Sie dürfen. Was wollen Sie denn hören? Ich habe immerhin sehr viele interessante Dinge zu bieten. Bitte. Ja. Also, ich bin hochgeschätzter Vertrauenslehrer. Ich bin ein Vorbild für meine Schülerinnen und Schüler. Die lieben mich. Ich überzeuge mit Freundlichkeit und Verständnis. Oder Sie werfen einen Stuhl auf Ihre Schüler, wenn Ihnen etwas nicht passt. Hm? Haben Sie wenigstens getroffen? Herr Blotko. Das ist nicht witzig. Macht euch doch mal ein bisschen locker. Ich bin ein ausgesprochen guter Deutschlehrer. Ich erzähle euch das mal anhand eines Beispiels. Ihr erinnert euch doch sicher alle an die Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika. Und diese faszinierenden und wunderbaren, ja, ganz wunderbar. Meine wäre es nicht. Ach, der Herr Sportlehrer. Gut unterhalten? Ich liebe begeisterte Schüler. Wer bei mir engagiert mitarbeitet, der bekommt auch eine gute Note. Sie geben gute Noten, wenn die Ihre komischen Gedichte gut finden. Selbstverständlich. Saskia, was machst du? Ich hole noch ein paar Sachen in mich weg. Ich muss mir eine neue Unterkunft suchen. Da wüsste ich ein gutes Hotel. Sehe ich so aus, hätte ich Kohle? Seit der Suspendierung sind meine Bezüge gekürzt. Meine auch. Scheiß Schulbehörde. Ich hätte ansonsten auch ein Gästezimmer. Das ist übrigens sehr interessant, denn dort stehen alle meine Bücher. Mhm. Komm noch zu mir ins Casino. Du wohnst im Casino? Mhm. Nee, da drüber. Das klingt eigentlich ganz verlockend. Meine Mitbewohnerin ist gerade ausgezogen. Wir sind also ganz für uns. Und die nächste Affäre. Der ist doch viel zu alt für die. Sie haben recht. Keine Dates mehr mit Vermietern. Nur noch mit Schülern. Ach komm, wir sind doch Kollegen. Nee, danke. Aber einziehen würde ich trotzdem gerne. Okay.